Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Matheklasse 8 quadratische Funktionen. Und zwar kümmern wir uns jetzt um sogenannte Schnittprobleme. Das Einfachste, was man sich vorstellen kann, ist, dass ich mich frage, wo schneidet denn eine Parabel die Koordinatenachsen, also die x-Achse oder die y-Achse. Fangen wir mit dem einfacheren der beiden Fälle an. SP steht für Schnittpunkt, Schnittpunkt mit der y-Achse. Was heißt es, auf der y-Achse zu liegen? Das heißt doch, dass ich 0 nach rechts oder 0 nach links laufe. Sonst wäre ich nicht auf der y-Achse. Das heißt, dass einfach meine x-Koordinate 0 ist. Und wenn ich jetzt wissen will, wo eine Parabel, ich habe hier vier Beispiele hingeschrieben, die y-Achse schneidet, muss ich nichts anderes tun, als für das x 0 einzusetzen in f. Also hier ist x. Und der zugehörige y-Wert ist dann f von 0. Wenn man das Schaubild gegeben hat, guckt man einfach hin. Die orangene Parabel schneidet die y-Achse bei 0-0, also im Ursprung. Die blaue Parabel schneidet bei 0-3 die y-Achse und die grüne Parabel bei 0-5. Und genau das bekomme ich aus der Funktionsgleichung, wenn ich hier für das x 0 einsetze. Dann steht beim orangenen 0² minus 4 mal 0, also 0. Beim blauen steht 0² minus 4 mal 0, ist ebenfalls weg, plus 3 ist 3 und hier das Gleiche. Man kann sich also einfach merken, überall wo ein x steht, das ist weg. Ich gucke mir nur die Zahl ohne x an und so leicht bekomme ich den Schnittpunkt mit der y-Achse. Da gibt es genau einen. Das habe ich hier nochmal hingeschrieben für diese drei Beispiele. Falls euch diese Indizes verwirren, man könnte auch einfach nur y schreiben und die verschiedenen Farben deuten halt auf die verschiedenen Punkte hin. Der Sinn der Indizes kommt nachher oder vielleicht seht ihr das jetzt schon. Der Index ist genau die Zahl, die hier hinten steht. Da steht plus 0, da steht plus 3, da steht plus 5. Deswegen die Indizes bei den Fs und auch bei den y-Punkten. So, eine sehr wichtige Information über jedes Schaubild ist, wo es denn die x-Achse schneidet. Und da gibt es leider einen leichten sprachlichen Stolperstein. Die Schnittpunkte mit der x-Achse nennt man die Nullstellen. Eigentlich müsste man Nullpunkte sagen, weil es ja um Punkte geht. Die haben zwei Koordinaten. Aber der Punkt 0-0, der Koordinatenursprung, den nennt man schon den Nullpunkt oder den Ursprung. Deswegen verzichtet man hier, vermute ich, auf den Begriff Nullpunkt, sondern sagt nur Nullstelle. Also grundsätzlich müsst ihr Punkte und Stellen auseinanderhalten. Stelle bezeichnet nur einen Wert auf der x-Achse und Punkt hat immer zwei Koordinaten, aber hier bezeichnet man das ausnahmsweise gleich. So, gucken wir uns erst die Schaubilder wieder an. Die orangene Parabel schneidet doch die x-Achse offensichtlich bei 0-0. Das ist hier zufällig auch der Schnittpunkt mit der y-Achse, ist in der Regel nicht so, und bei 4-0. Das heißt, die beiden Nullstellen, entweder gibt man nur die x-Werte an, wäre 0 und 4, oder man schreibt diese beiden Dinger hin und nennt sie dann aber nicht 0 Punkte, sondern weiterhin 0 Stellen. Das ist hier eben ein bisschen unglücklich. Also 0-0 wäre der erste, 4-0, das wäre der zweite. Bei der blauen Parabel, wenn er hinschaut, da sind die 0 Stellen. Die x-Werte sind 1 und 3 und als Punkte geschrieben 1-0 und 3-0, nämlich genau hier und hier. Und wenn ihr euch an die letzten Videos erinnert, die Nullstellen sind nicht nur wichtig, um zu wissen, wo die Parabel die Achse schneidet, um dann dort Kreuzchen machen zu können, sondern die liefern mir automatisch die x-Koordinate des Scheitels. Die liegt nämlich immer genau in der Mitte. Deswegen haben wir uns mit der Nullstellenbestimmung eigentlich schon ausführlich in den letzten Videos zur Scheitelbestimmung befasst. Wenn wir uns die grüne Parabel angucken, sehen wir, die schneidet nirgendwo die x-Achse. Die besitzt also gar keine Nullstellen. Auch das kann passieren.